Anna Elisabeth Franziska Adolfina Wilhelmina Ludovica Freiherrin von Droste zu Hülshoff wurde am 12. Januar 1797 auf der Burg Hülshoff bei Münster geboren. Doch die Geburt kam 2 Monate zu früh. Das 7-Monats-Kind würde ein Leben lang unter einer schwächlichen Gesundheit leiden, die es besonders abhängig von der Familie machen würde. Annette wuchs behütet mit ihren Geschwistern auf der Burg Hülshoff auf. Unter der Leitung des Hauslehrers Professor Anton Sprickmann, eines mit Goethe befreundeten Schriftstellers, erfuhr sie eine außergewöhnlich gute Bildung für eine Adlige ihrer Zeit. Schon als Kind fing Annette von Droste an zu schreiben und sah sich bald als Dichterin. Gleichzeitig war sie sich aber auch der Grenzen bewusst, die ihr ihre Rolle als Freifräulein im 19. Jahrhundert auferlegte. Der Konflikt zwischen ihrer Identität als Dichterin und der als Frau sollte sie ihr ganzes Leben lang begleiten. Schon als 17-Jährige schreibt sie in dem Gedicht Unruhe: Rastlos treibt's mich um im engen Leben, und zu Boden drücken Raum und Zeit. Freiheit heißt der Seele banges Streben, und im Busen tönt's Unendlichkeit. Fesselnd will man uns am eigenen Herde, unsere Sehnsucht nennt man Wahn und Traum. Aber stille, stille, mein törichtes Herz, willst du denn ewig vergebens dich sehnen? Doch Annettes Freiheitsdrang erschöpft sich in ihren Gedichten. Nach außen hin wird sie die gesellschaftlichen Normen ihrer Zeit immer pflichtschuldig erfüllen. Im Gegenzug dazu respektiert ihre Familie ihre dichterische Tätigkeit und hilft ihr sogar, einen Verleger zu finden. In den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts verbrachte sie viel Zeit bei ihren Verwandten auf Schloss Bökerhof, wo sie einem Romantikerkreis angehörte. Sie fing an, engen Briefkontakt mit intellektuellen Größen ihrer Zeit zu pflegen, wie etwa den Gebrüdern Grimm, den Schlegels und den Schopenhauers. Erst gegen Ende ihres Lebens wurden einige ihrer Werke veröffentlicht. 1838 erschienen einige Gedichte, allerdings anonym, und die Novelle Die Judenbuche wurde 1842 mit einigem Erfolg veröffentlicht. Der Großteil ihrer Werke erschien jedoch erst posthum. Ab 1841 verbrachte sie die meiste Zeit auf der Meersburg, am Bodensee, bei ihrer Schwester und deren Mann. Diese Zeit ihres Lebens war besonders geprägt von der halb mütterlichen, halb romantischen Liebe zu dem 17 Jahre jüngeren Levin Schücking. Am 24. Mai 1848, im Alter von 51 Jahren, verstarb Annette von Droste Hülshoff auf der Meersburg. Todesursache war eine Lungenentzündung.